Hi, willkommen zurück bei Spore. Wie ihr seht, habe ich schon ein bisschen was gebastelt und ich finde, jetzt sieht er doch ein kleines bisschen besser aus. Vielleicht ein bisschen krumm Buckel, aber ja, auf jeden Fall gefällt er mir so ein kleines bisschen besser. Sieht ein bisschen, ja, realer aus. Und ja, dann schauen wir mal, was wir hier noch so Schönes machen können. Wir können uns auf jeden Fall ein neues, eine neue Futteröffnung leisten. Was haben wir denn hier Schönes? Wir haben hier drei verschiedene Sachen für Pflanzenfresser. Einmal so eine Schnauze, sieht aus wie so eine Schweineschnauze. Soll ja sicherlich auch eine sein. Muss ich halt ein bisschen einfügen. Das wäre eine Idee. So ungefähr. Sieht irgendwie ein bisschen komisch aus von der Seite. Irgendwie so. Das hebt sich so komisch hervor an der einen Seite. Also entweder die oder hoch, das. Sieht ein bisschen aus wie ein Nacktmull. Jetzt hat er so ein Nacktmull im Gesicht, so einen ganzen. Na, interessant. Ich weiß auch nicht, wie. Nein, das hatte ich nicht vor. Nein, ich hätte nicht. Ich hätte ungern zweimal dann übereinander. Ich weiß auch nicht, wie ich das weiter reinsch. Wie ich das weiter reinschieben kann. Ich weiß, dass man ihn irgendwie auch weiter reinschieben kann, als er aktuell ist. Weil so sieht das echt total bescheuert aus. Was ist das? Das ist natürlich ein Vogelkopf. Da würde ich schon eher das zum Schweinchen tendieren. Und die Sachen, die sie hier können, sind auch überall dieselben. Aber das Problem ist, dass das alles ein bisschen doof aussieht. Das gefällt mir echt gar nicht. So, wie sieht das aus? Ja, geh doch mal weg, du dummes Zeichen. Ich verstehe gerade auch gar nicht, warum das so ungleichmäßig ist. Ich meine, die eine Seite ist so komisch grau und die andere nicht. Das sieht irgendwie ungleichmäßig aus an den Seiten. Das verstehe ich gar nicht, warum das so ist. Kannst du mal aufhören, dich zu bewegen? Dass ich das hier ein bisschen besser einstellen kann. Ja, hör doch mal auf, dich zu bewegen. Nein, ich möchte das nicht teilen. Oh, interessant. Mal natürlich breiter machen. Okay. Ja. Interessant. Bringt uns nicht wirklich viel. Weil mich nervt es ein bisschen, dass das so raussteht. Das sieht einfach ein bisschen bescheuert aus. Und genau deswegen wollte ich mich eigentlich informieren mit der Steuerung. Ich glaube mit. Ich sage Steuerung und wenn ich Steuerung benutze, dann funktioniert das. Sehr gut. Also mit gedrückter Steuerung-Taste kann man das hier so ein bisschen freier verschieben. Wenn das ein bisschen friemelig ist, jetzt den Moment zu finden. Sagen, so haut das erstmal hin. Nee, so haut das nicht hin. Warum ist das so schief? Finde nur ich das voll schief? Das sieht doch auf der einen Seite ganz anders aus als auf der anderen. Oder nicht? Weiß ja nicht. So, lassen wir jetzt erstmal so. Die Augen können auf jeden Fall noch ein bisschen kleiner und die sollten auch ein bisschen weiter reingehen. Mal das hinkriegen. Ja, kriegen wir hin. Sehr gut. Und da wir ein Pflanzenfresser sind, müssen die Augen hauptsächlich nach außen gerichtet sein.
um unsere Feinde zu sehen. So, sehr gut. Das können wir dann auch bestimmt auch noch ein bisschen weiter reinpressen. Sieht so weit auseinander oder so weit draußen ein bisschen komisch aus. So, genauso mit dem hier. Können wir noch ein bisschen größer machen. Die Hinterläufe natürlich ein bisschen größer. So, Augen. Oh, wir haben hier natürlich noch andere Augen. Optokugel. Bitte nicht Larvenauge. Das sieht aus wie so ein Menschenauge. Das passt ja mal gar nicht. Kekse für eine Echse. Witter. Was ist das für Ohren? Nee, das brauchen wir auf jeden Fall aktuell zumindest nicht. Okay. Arme können wir natürlich auch haben, aber brauchen wir anfangs erstmal nicht. Kümmern wir uns anfangs erstmal nicht drum. So, dann haben wir hier noch was zur Verteidigung. Spucken. Rammen und Gesundheit. Ich würde auf jeden Fall Gesundheit mit dazu nehmen, weil Gesundheit haben wir noch gar keine. Ein Keulenball. Der sieht natürlich interessant aus. Ah, den kann man hier nicht ransetzen, oder? Nee. Oh, oder an den Schwanz ran. Vielleicht kann man den ja irgendwie. Interessant. Ja, wenn wir den noch ein bisschen weitermachen. Und das dann ganz klein. Kriege ich den nicht mehr kleiner? Muss der so groß sein oder was ist das Problem? Der geht nicht mehr kleiner, das ist natürlich ein bisschen doof. Noch kleiner wäre mir echt genehm. Nee, das sieht doof aus. Lass mal wieder zurück. So. Ja, ich würde gerne den mit Spucken nehmen. Der ist gar nicht mal so schlecht. Aber nach hinten ist auch irgendwie komisch. Eigentlich so ein Spuckenteil eher nach vorne. Aber wer hat denn neben seinem Mund? Dann machen wir vielleicht Rammen. Dann wären wir so ein halbes Wildschwein. Aber wen interessiert's? Wie kriege ich das jetzt richtig gedreht, so wie ich es haben will? Ja. So, genau. Ich ein bisschen rüber. Ja. Ja, jetzt sehen wir ein bisschen aus wie ein Wildschwein. Mit Flügeln nach wie vor. Natürlich. Oh, hier haben wir so ein paar bezaubernde Sachen. Die können wir uns aber aktuell alle noch nicht leisten. Geschwindigkeit 2, da brauchen wir eigentlich unsere Flügel nicht mehr. Wir werden bestimmt wieder welche finden, keine Sorge. Oh, Sprinten bezaubern. Haben wir schon bezaubern? Ne, wir haben Tanzen, Singen. Bezaubern können wir also machen. Gleiten. Peitschpelz. Der wäre vielleicht noch besser. Oh, der ist ein bisschen klein. Den machen wir gleich größer. Ich hätte gerne nur einen davon. Danke. Und dann schön groß. Oh, sonderlich groß wird er aber auch nicht. Nein, ich hätte ihn gerne ein bisschen weiter drin. Ah, oh, dass das nicht geht. Nein. Lassen wir den so. Ja, so ein bisschen geschwungen, warum nicht?
Nein! Ah. Ich will den nicht so. Gehen jetzt ein. Oh, was? Was ist das denn? Ja. Bitte nicht. Ist ein bisschen die Steuerung, ist manchmal ein bisschen doof. So, hätten wir auf jeden Fall eine neue Art Schwanz, die uns ein bisschen bezaubern gibt. Geschwindigkeit haben wir, Gesundheit, Rammen und Beißen, falls wir das doch mal brauchen. Wir können sprinten, wir können sehen und wir können unsere Verbündeten rufen. Ja, jetzt haben wir nur noch 22, können uns eh nicht mehr viel leisten, ist alles rot. Und ich würde sagen, das reicht erstmal so. Malen wir das Vieh nochmal an. Nee, so musst du jetzt nicht weiter aussehen. Wir geben dir mal ein bisschen Farbe in dein Leben. Vielleicht nicht unbedingt die Farbe, vielleicht nicht unbedingt wie ein Reptil. Nee. Das könnte schon was sein. Was damit? Na. Vielleicht doch eher in Grau bleiben. Oh, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich glaube, wir bleiben dann doch lieber in Grau. Oder wie sieht das aus? Nee. Bist du ein Hund oder warum hast du dich jetzt geschüttelt? Ja, ich würde sagen, das ist in Ordnung. So, was haben wir hier? Nee, ich würde sagen, so lassen wir uns. Und wir nennen uns irgendwas mit Streifen. Streifen. Streifen irgendwas. Keine Ahnung. Das ist echt schwer, für dieses Tier jetzt einen Namen zu finden. Und wie gesagt, Namen für unsere Kreationen sind immer gern gesehen. Kann man ja meiner Meinung nach auch im Nachhinein noch ändern. Nennen Sie mal Streifen. Streifen Bulli. Warum auch immer. Klingt voll gut, finde ich. So, dann schauen wir mal. Ja, so schlecht im Spiel sieht das gar nicht aus. Nee, ich denke, das ist in Ordnung. So, dann lernen wir mal das Bezaubern. Oh, wie süß. Okay, sehr gut. Und angreifen sollen wir aber auch lernen. Okay. Sieht total spannend aus. Und tanzen. Sehr gut. Wir haben natürlich viel Neues jetzt gemacht und uns ganz schön weiterentwickelt. Aber wir sind immer noch graue Wesen. Einfach um uns ein bisschen zu tarnen, uns ein bisschen anzupassen. Damit wir. Ja. Ich versuche mal diese ganzen Fragezeichen zu finden, aber ich finde sie immer nicht, weil ich zu blöd bin, die Karte zu lesen. Ah, da hinten ist was, ich sehe es doch. Die sind auch freundlich. Sehr gut. Alphazell. Da können wir uns mit denen ja auch gleich mal anfreunden. So, der singt auf jeden Fall. Mal schauen, was er noch so will. Oh, das war's sogar schon. Sehr gut. Auch mal ein bisschen singen zu dem. Ach, das war ja auch das Baby. Singen wir mal ein bisschen. Und auch das hat gereicht. So, und jetzt holen wir uns mal eine kleine Herausforderung mit dem Alpha. Weil immer nur einmal singen und dann war's. Das ist ja voll langweilig. Und der will aber auch nur noch singen, okay? Ja, warum nicht? Haben wir uns gleich mit dem nächsten angefreundet. So soll das sein. Und, was haben wir? Oh, unser Gehirn wächst ein kleines bisschen. Sehr gut. Da hinten leuchtet schon wieder was. Das können wir gleich
einsammeln. Intelligenz! Du bist ein wenig schlau geworden und hast deinen ersten Schritt Richtung Bewusstsein gemacht. Du hast die Fähigkeit erlangt, Verbündete für dein Rudel zu gewinnen, die dir bei deinen Abenteuern helfen werden. Sehr gut. Schön. Wo? Da hinten war noch so ein Teil zum Aufsammeln. So, nimm mal mit. Okay, guck mal, das ist. Dann holen wir uns hier mal dieses Alpha-Tier. Tanzen wir mal ein bisschen. Singen wir mal ein bisschen. Was will er jetzt? Noch mehr singen? Der kann anscheinend nicht mehr als singen. Haben wir den jetzt als Verbündeten? Yay! Ich glaube, wir haben ihn jetzt als Verbündeten. So wie die sich freuen. Hallo Freund, du hast deinem Rudel eine Kreatur hinzugefügt. Du kannst jagen, singen oder tanzend über die Wiese hüpfen. Was du machst, machen sie nach. Sehr schön, dann hüpfen wir ein bisschen tanzend über die Wiese. Und suchen noch weitere Rudel auf. Und suchen hier mal so ein bisschen nach Teilen. Oh, was sind das denn? Das sind kleine Vögel. Oh Gott, sind die süß. Oh, jetzt will ich auch ein Vogel werden. Oskarcho. Oh mein Gott, sind die niedlich. Ich meine, schaut euch die doch mal an. Oh, ist der süß. Oh, der haut ab. Und wir singen mit ihm mal. Ich glaube, die mögen auch singen. Ich meine, das sind immerhin Vögel. Ja, die wollen auch nur singen. Yay. So, dann gehen wir auch mal zu dem hin. Natürlich wieder singen. Und, was willst du jetzt? Immer noch singen. Natürlich. Und dann gehen wir auch zu dem hin und singen ein bisschen. Ah ja, wir haben ja auch noch unseren Verbündeten dabei. Dadurch geht es natürlich auch viel schneller. Hey, super. Oh, die sind so knuffelig. Ich will gar nicht mehr unsere Kreatur sein. Ich will diese süßen Pinguin-ähnlichen Vögel sein. Oh, sind die toll. Die sind ja klasse. Oh, können wir eine Kreatur wechseln? Können wir jetzt die Vögel werden? Ich will die Vögel sein. Die haben ja auch keine Teile in der Nähe. Komm, hin. Sing den mal an. Ich glaube, der macht bezaubern. Und jetzt möchte er singen. Das war doch jetzt schon mal gleich ein kleines bisschen anspruchsvoller. Dann gehen wir mal zu dem hin. Ja, wieder bezaubern. Da sind wir bei allem Stufe 2. Also schon echt gut ausgerüstet. Und wieder ein bisschen singen. Dann gehen wir hier zum Alpha. Und schau mal, wie wir ihn begeistern können. Wieder ein bisschen bezaubern. Kann er denn bezaubern? Nee, ne? Er macht ja auch gar nicht mit. Weil er es gar nicht kann. Nochmal bezaubern. Können wir gern machen. Darin sind wir wahre Meister. So, sehr gut. Schon haben wir auch diese Gruppe hier für uns begeistern können. So. Brauchen wieder ein bisschen was zu futtern. Da gibt es hier was. Sehr gut. Ist unser Hunger wieder gestillt? Oh, es regnet. Egal. Das ist ja für uns nicht wirklich schlimm. Würde ich mal behaupten. Ich wüsste nicht, wieso. Wir kommen ja erst frisch aus dem Wasser. Eigentlich. Und dann schauen wir hier mal noch ein bisschen, ob wir hier irgendwas finden. Hier ist irgendwie nichts. Also so gar nichts. Ja, dann da hinten, wer ist das? Oh! Oh, von denen haben wir mal lieber ab. Die sind uns nicht so gut gesinnt. Da müssen wir jetzt nicht in eine Konfrontation gehen, wenn wir es vermeiden können. Und freuen uns stattdessen mal mit denen hier an.
Warum nicht? Die sehen auch echt lustig aus. Klar, mal weiter. Sehr gut. Dann gehen wir noch zu den anderen beiden. Oh, nein. Dann nimm wenigstens dieses Teil hier. Ja, mach doch auch mal was. So, dann freuen wir uns mit dem hier noch an. Oh, tanzen. Sehr gut. Wir tanzen doch gern. So, und dann noch zum dritten. Und der will ein bisschen bezaubern. Also hier wird es langsam anspruchsvoller. Die wollen nicht immer nur tanzen, nicht nur singen, sondern ein bisschen was anderes. Zum Beispiel tanzen. Unser lieber Freund hier kann leider nur das eine. Natürlich ein bisschen schade. Und schon werden wir ein bisschen größer, glaube ich. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, klüger. Und unser Hirn wird noch ein Stück größer. Yay! Ich weiß zwar nicht, wo unser Tier den Platz hernimmt, dass das Gehirn immer größer wird und der Rest sich nicht ändert, aber egal. Mehr Intelligenz. Der nächste Schritt Richtung Bewusstsein. Dein Gehirn ist größer, dein Status ebenfalls. In deinem Rudel ist jetzt Platz für zwei. Ich würde sagen, wir nehmen uns hier noch so ein Grünling mit. Weil die können nämlich alles. Und während der eine für uns nur singen kann, kann der hier bei uns mit allem helfen, wenn wir andere Leute beeindrucken wollen. Tanzen wir ihm noch ein bisschen was vor. So, sehr gut. Dann haben wir jetzt noch den zweiten in unserem Rudel. Yay, sehr gut. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder zurück nach Hause. Ja, was ist jetzt die richtige Richtung? Da, nach da drüben würde ich sagen. So in etwa. Hier irgendwo. Oh, da sind die tollen Vögel. Oh, die haben ein Ei gelegt. Die sind anscheinend da gerade dabei, Nachwuchs zu zeugen. Und dann schauen wir mal in unser Nestchen. Das ist hier. Huch. Und dann gehen wir mal hier zu unserem Partner und entwickeln uns ein bisschen weiter. Auch wir legen ein Ei. Oh, wer ist das denn da drüben? Seht ihr die? Sieht irgendwie aus wie eine Art Frosch. Interessant. Müssen wir nachher mal erkunden. Oh, da drüben ist ein Stöckchen. So. Und wir haben neue. Oh! Ja, wenn wir jetzt dieses Teil nehmen, dann sind natürlich unsere Hauer unnötig, weil dann haben wir hier schon welche. Das können wir natürlich nicht nehmen, das sieht natürlich total blöd aus. Hier haben wir was Neues: Elfenmagie. Wollen wir uns ein paar Elfenohren ransetzen? Wie sieht das denn aus? Das sieht irgendwie total klasse aus. Ich weiß nicht wieso, aber das sieht total super aus. Aber richtig super. Oh, das sieht. Ich weiß echt nicht wieso, aber das sieht echt super aus. Oh, sieht das? Das ist klasse. Ich bin da totaler Fan von. Das müssen wir unbedingt bei. Dass er natürlich seinen Kopf so komisch dreht, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Vielleicht sollten wir das hier ein bisschen kleiner machen. So. Dann kommen die Augen wieder nach vorne. Ohren auch mit. Teile wieder ein bisschen weiter vor. Oder warte mal, können wir mit dem Teil beißen, rammen? Das haben wir hier auch schon. Ja, dann können wir eigentlich die beiden verkaufen. Sieht jetzt total bescheuert aus. Und können uns das Teil hier reinsetzen. Ich meine, wie sieht das denn aus? Aber egal. Irgendwie cool.
Irgendwie richtig cool. Und wir haben halt zwei was in einem und das, was ich vorher schon zusammengebastelt habe, ist hier halt in einem. So sollte das halt aussehen, professionellerweise. Hier sehen wir irgendwie aus wie so ein Hunde, Häschen, Schwein, Maus. Ich weiß nicht, was wir darstellen, aber es ist cool. Finde ich. Ich find's einfach cool. So, und dann holen wir uns hier sprinten, gleiten. Ich würde sagen, wir gleiten. Sieht so aus wie Flügel. Wobei natürlich die hier besser wären. Aber ich möchte halt auch gleiten. Und vielleicht finden wir da ja noch bessere. Ja, so sieht's vielleicht angemessen aus für uns. So, also ein bisschen breiter. Ja, das ist doch in Ordnung. Dann können wir jetzt ein bisschen gleiten. Dann müssen wir nicht ganz so viel laufen. Laufen ist anstrengend. Huch, so. Ja, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Was ist das denn? Das sieht ja schrecklich aus. Warum sollte man sich sowas holen? Schleichen? Können wir denn schon schleichen? Schleichen können wir auf jeden Fall nicht, aber Rindenhaut. Ich wüsste nicht, wofür wir das alles bräuchten. Ich hätte halt gern was, was weniger nach Insekt aussieht zum Gleiten. Müssen wir mal schauen. Also dieses Vieh sieht echt sehr, sehr interessant aus. Passt das denn so mit dem Gestreiftsein immer noch? Oder wollen wir vielleicht lieber irgendwas anderes? Natürlich alles in Grau. Hat auch was. Aber ich glaube, da brauchen wir hier eine andere Grundierung. Sehen wir, also wir brauchen halt dieses Zeugs nicht mehr, weil wir jetzt hier auch so komische Streifen haben. Ich eigentlich gar nicht wirklich will. Ich will eigentlich nur dieses Zeugs. Das sieht ganz süß aus. Oh, was es für Geräusche macht. kann ich die Streifen wieder wegkriegen? Weiß ich gerade gar nicht. Ich hätte gern. Ich hätte gern keine Streifen. Was ist das denn? Ah, wie das aussieht. Das ist natürlich auch süß. Oberfläche. Ich hätte das gern wieder nicht mehr so hässlich. Ich würde gern wieder auf meine Grundfarbe zurückgehen. So. Grundierung, Oberfläche. Nicht, dass jetzt das anklicke, ist das dann weg? Oh, ja. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja, das ist auch ein bisschen dezenter. Ja, warum nicht? Bisschen dunkler vielleicht. Vielleicht doch lieber ein anderes Muster. Hier kann man natürlich Stunden verbringen bei diesem Spiel. Das ist jetzt irgendwie anders aus, ich weiß es gerade gar nicht. Ja, ich würde sagen,
Ich würde sagen, wir lassen das jetzt erstmal so. Wie sehen wir aus, wenn wir laufen? Was ist das? Tada! Hey! Hey, okay. Und ein Salto. Und dann drehen wir uns einmal. Wunderschön. Oh, sehr schön. Oh, sieht sehr geschmeidig aus. Muss man natürlich sagen. Doch, das hat was von einer Ratte, der Gang, die Gangart, aber ja, können wir so annehmen. Das können wir so lassen. Und ja, jetzt habe ich auch schon wieder eine halbe Stunde zugebracht, nur mit dem ganzen Gestalten hier. Also Spore ist wirklich ein echtes Gestaltungsspiel. Und wenn ihr da auch Anregungen habt, dann könnt ihr auch die, wie immer, gern nennen. Wie sieht so toll aus? So ein Mix aus 10 verschiedenen Tierarten. Aber es soll ja auch ein völlig neues Tier sein. Oh! Okay, warum sind die beiden jetzt aus den Eiern geschlüpft? Fragt mich nicht. Deine Spezies wandert zu einem neuen Nest. Folge ihnen, um einen Partner zu finden und eine neue Heimatbasis zu beziehen. Okay. Sehr schön. Ja, jetzt würde ich aber eigentlich auch die Folge, wie gesagt, schon wieder beenden. Ist auch schon wieder echt lang geworden. Ich krieg's einfach nicht hin, Videos unter einer halben Stunde zu machen, in letzter Zeit, merke ich. Ich hoffe aber, das ist nicht allzu schlimm. Ich hoffe, ihr hattet Spaß diese halbe Stunde lang und dass ihr euch auch die nächste halbe Stunde in ein paar Tagen wieder antun werdet. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag und wir sehen uns hoffentlich wieder. Tschüss!